In dieser Aufnahme geht es um Überlegungen, wie man eine Firewall insgesamt in einer Organisation konfigurieren kann. Gucken wir uns zunächst mal die Situation hier, wie sie auf dieser Folie dargestellt ist, an. Also in diesem Unternehmen hat man ein inneres Netz, bei dem sich die Mitarbeiterarbeitsplätze befinden, und man hat eine DMZ, die demilitarisierte Zone. In der DMZ befinden sich Server, die man sowohl aus dem Internet als auch vom inneren Netz ansprechen könnte. Beispielsweise könnte das sowas sein wie ein Webshop, mit dem man Produkte von dieser Firma kaufen kann, oder auch so DNS-Server. Und natürlich gibt es dann auf der anderen Seite das Firewall, das unsichere Internet. So, und jetzt wollen wir uns mal überlegen, welche Arten von Zugriffen möchte man denn hier wo gerne mal zulassen. Also sozusagen, es geht immer dann um die Frage, wer initiiert diese Kommunikation. Bei vielen Kommunikationen, die dann auch Antworten erfordern, ist dann natürlich eine entsprechende Antwort, wenn die Anfrage erlaubt ist, auch zuzulassen. Sonst kann man den Dienst ja gar nicht vernünftig verwenden. Ja, das erste Beispiel hiervon sind jetzt Zugriffe aus dem Internet, also dem äußeren Netz, hier in das innere Netz. Und diese Zugriffe, die möchte man generell nicht erlauben, denn das ist ja der Hauptzweck der Firewall, sozusagen das innere Netz vor den Zugriffen vom Außen zu schützen. Die Gegenrichtung dagegen, das innere Netz darf auf das äußere Netz zugreifen, denn man möchte den Mitarbeitern ja beispielsweise erlauben, dass sie hier Webserver im Internet erreichen können. Und wie schon erwähnt, soll ja dann auch es erlaubt sein, dass diese Server dann entsprechend hier antworten. Ja, im Zusammenhang mit der DMZ gibt es jetzt die folgenden Überlegungen. In der DMZ habe ich ja nun gewisse Dienste platziert, und die Dienste, die soll man auch aus dem Internet heraus erreichen können dann, ne? Ja, deswegen ist das hier als gelber Pfeil dargestellt. Nicht alle Arten von Zugriffen sind erlaubt, aber die speziellen, dass man die Dienste hier verwenden kann. Dagegen ist es allgemein nicht erlaubt, dass von der DMZ initiiert auf das Internet zugegriffen wird, denn das ist ja nicht das typische Verhalten der Services innerhalb der DMZ. Natürlich kann es hier Ausnahmen geben. Wenn ich zum Beispiel einen DNS-Server in der DMZ platziert habe und dieser DNS-Server wurde aus dem inneren Netz irgendwie angefragt und kann diese Anfrage jetzt aber nicht direkt beantworten, sondern benötigt dafür weitere DNS-Server im Internet, dann muss natürlich die Anfrage aus der DMZ dahin erlaubt sein. Aber in vielen anderen Fällen wäre dieses Verhalten auffällig, denn die Server sind dann vermutlich irgendwie von Angreifern übernommen worden, wenn sie selbst von sich aus aktiv werden. Genauso ist die Überlegung, wenn von der DMZ aus auf das innere Netz aktiv zugegriffen wird. Hier würden es dann wahrscheinlich auch Server, die übernommen wurden. Das heißt, der Angreifer hat vielleicht schon einen Server in der DMZ übernommen und versucht, diese jetzt als Sprungbrett zu verwenden, um von dort aus auch in das innere Netz zu kommen. Die Gegenrichtung aber, vom inneren Netz auf die DMZ zuzugreifen, wird in vielen Fällen dann erlaubt sein, damit man zum Beispiel jetzt, wenn ich mal wieder dieses Webshop-Beispiel aufgreife, aus dem inneren Netz heraus neue Angebote in den Webshop einstellen kann. Ja, hier sehen Sie auf der nächsten Folie nochmal eine Gesamtüberlegung dazu, wie man jetzt das Netz insgesamt schützen könnte und dabei noch unterscheidet zwischen einer aufwendigeren Firewall und einfacheren Paketfiltern. Die Idee bei der Konfiguration, die Sie jetzt in der Abbildung hier sehen, ist, die einfachen Aufgaben durch die Paketfilter erledigen zu lassen, dort Regeln zu haben, die relativ einfach sind, und komplexe Rechenoperationen dann auf der Firewall durchzuführen. So hat man dann auch insgesamt einen mehrfachen Schutz des inneren Netzes, sodass diese Konfiguration hier insgesamt in dieser Art und Weise von BSI empfohlen wird. Bei der nächsten Aufnahme sehen wir nochmal eine verbesserte Version davon, wo man an der Firewall nicht nur eine DMZ, sondern gleich mehrere angeschlossen hat. Auch bei den DMZs kann man ja unterscheiden, was das für Dienste sind. Und dabei gibt es ja Dienste, die auch wenig miteinander zu tun haben, und sodass es Sinn macht, diese Dienste voneinander zu trennen. Also beispielsweise Dienste wie das World Wide Web in einer DMZ zu platzieren, sodass man dort seinen Webshop beispielsweise betreibt,
aber andere Dienste, wie zum Beispiel SAP, in einer anderen DMZ zu betreiben.